Sie können meine Videos auf unterschiedlichen Videoplattformen finden. Die Auflistung der Plattformen bekommen Sie unter der Adresse kaitag.de. Sie können dort meine Kanäle, einzelne Videos und die Links zu den Themen in den Videos finden. Hallo, ich begrüße Sie zur heutigen Ausgabe Kaitag am Freitag. Am Mittwoch wurde 46. Präsident der Vereinigten Staaten gewählt. Das ist Joe Biden. Und es spielt keine Rolle, dass die Wahlen gefälscht waren und er kein Präsident sein sollte. Er wurde vereidigt und diese Vereidigung war ein bisschen merkwürdig im Vergleich zu dem, was wir kennen. Ohne Publikum, es war alles leer. Natürlich hat man das begründet mit Corona. Das ist eine schöne Begründung, aber in Wirklichkeit, das war da kein Interesse an dieser Vereidigung. Und deswegen fehlten die Menschenmassen. Alles wurde durch Militär abgeschirmt. Bisheriger, also Trump, bisheriger Präsident, hat nicht teilgenommen. Und ja, er hat Eid geleistet. Es gibt Gerüchte, dass da falsche Bibel war, dass das freimaurische Bibel war, dass das auch nicht gelten sollte, weil er die ganze Zeit die Hand nicht gehalten hat und dass er auch so der Text, Eidtext, auch nicht so vollständig, wie sein sollte, gesagt hat. Letztendlich ist er Präsident und das alles mag stimmen, aber die Macht hat er jetzt und die Situation wird sicherlich nicht gut aussehen für die Zukunft mit so einem Präsidenten. Wie das Ganze ausgesehen hat, da habe ich von Mainstream-Medien so ein kurzes Video dazu. Das kann man auch so sehen. Joe Biden ist neuer Präsident der USA. In Washington legte der Demokrat jetzt den Amtseid ab. Und das unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen. Einmal wurde die Zeremonie wegen des Sturms auf das Kapitol vor 2 Wochen von Polizei und Nationalgarde geschützt. Zum anderen fand die Amtsübergabe wegen der Corona-Pandemie ohne das übliche Massenpublikum statt. Congratulations, Mr. President. In seiner Antrittsrede versprach Biden, das tief gespaltene Land wieder zu einen und zu heilen. Die Stärke Amerikas liege in der Einheit. Er appellierte an die Menschen, neu anzufangen, einander zuzuhören und aufeinander zuzugehen. Die USA stünden vor großen Herausforderungen, es gäbe aber auch Hoffnung. Today we celebrate the triumph not of a candidate. Wir feiern heute nicht den Triumph eines Kandidaten, sondern den einer Sache der Demokratie. Nur wenige Menschen in der Geschichte unseres Landes standen vor größeren Herausforderungen und fanden sich in einer schwierigeren Zeit als der, in der wir gerade sind. Biden hat sofort nach Amtseinführung verschiedene Verordnungen unterschrieben. Es gibt auch Videos, die sagen, dass er nichts unterschrieben hat. Das sind weiße Blätter, was er unterschrieben hat. Aber ja gut, kann man genau nicht sehen. Kann man sagen, dass nichts unterschrieben hat, alles weiß. Aber letztendlich ist wichtig, was uns gesagt wurde, was er unterschrieben hat, was er da angeblich gemacht hat. Da sind Entscheidungen, die Politik in links-grüne Richtung lenken. Das ist zum Beispiel, er hat Verordnung über den Bau der Mauer an der amerikanisch-mexikanischen Grenzen sofort angehalten. Und er hat Einreisesperre für Staatsangehörige aus 7 muslimischen Ländern, welche Trump verordnet hat, auch aufgehoben. Er hat sogenannte Pariser Klimaschutzabkommen. Das ist eigentlich freiwillige Selbstverpflichtung, kein Abkommen. Auch jetzt wieder beigetreten, hat Nein zur Erdölleitung nach Kanada beschlossen. Wiederaufnahme der Beziehung zu WHO, was Trump ausgesetzt hat, und auch finanzielle Unterstützung hat jetzt Biden beschlossen. Und auch Verpflichtung zu tragen der Nasen-Mund-Bedeckung in Bundesgrundstücken und Gebäuden hat jetzt verordnet. Also diese ganzen links-grünen Blödsinn hat er jetzt am ersten Tag schon in Kraft gesetzt. Auch
In diesem Sinne passt dazu wunderbar, dass dieser Herr, der da lange Haare hat und sich wie schminkt wie eine Frau und sich wie Frau nennt, Rachel Levin, ist jetzt sein Minister, Gesundheitsminister, ist Ministerin, ist ja, ja, war vorher verheiratet, der Mann, und ja, hat sich scheiden lassen und jetzt behauptet er, eine Frau ist. Aber es passt zu dieser linksgrünen Ideologie. Was zum Trump kann man sagen? Trump ist abgetreten und Trump hat in letzten Stunden 100 Menschen begnadigt, 70 Personen, nicht 100, 70 Personen begnadigt. Aber ja, wie von Trump zu erwarten war, Wichtigste wie Assange oder Snowden hat er nicht begnadigt. Und das zeigt gerade Trump, dass er meiner Meinung nach uns 4 Jahre in Irre geführt hat, dass er was bekämpft. Er konnte eingreifen, er konnte in den letzten 2 Wochen Ausnahmezustand ausrufen und mit Militärs den sogenannten Deep State bekämpfen, aber wollte nicht. Und das ist eindeutig, was da passiert. Er hat auch keinen Sonderermittler genannt. Also, er hat so viel gesprochen über Wahlen, die gefälscht wurden. Das stimmt. Aber er konnte zum Beispiel Sidney Powell als Sonderermittler ernennen. Und sie konnte jetzt sogar unter Biden Probleme bereiten, da es nicht so einfach ist, auch dem Präsidenten nicht so einfach, so einen Sonderermittler zu entfernen. Zum Beispiel hat das auch nicht gemacht, ja. Also leider von Trump, für viele, die die Hoffnung gesetzt haben, große Enttäuschung. Ich habe aber seit Jahren das Gleiche gesagt, dass von Trump nicht zu erwarten ist, dass er Mitglied des Systems des tiefen Staates ist. Und so wie er sich besonders in den letzten 2 Wochen, wo konnte man wirklich eingreifen, hat gezeigt, dass das so ist. Leider. Von der WHO bekommen wir Informationen zum PCR-Test. Also WHO hat Regeln quasi präzisiert, wie man feststellt, dass jemand Corona krank ist. Bis jetzt war so, dass der PCR-Test reichte. Und jetzt hat WHO das präzisiert und sagte, dass das nicht ausreicht. Dass man Ergebnisse braucht. Das heißt, da diese Person muss krank sein. Und das besonders dann, wenn sogenannte Zyklusschwelle, CT, das ist, wie viel Mal man reproduziert diesen Erreger, angeblichen Erreger. Und wenn man über 30 reproduziert, das kann man nicht sagen, dass das dieser PCR-Test irgendwelche Aussagekraft hat. Ich, so wie ich weiß, von das, was benutzt ist, hat 45 Zyklen. Und da sagt jetzt WHO, dass so ein Test aussagelos ist. Und dann muss man tatsächlich schauen, ob der Patient Symptome hat. Und das ist ja, das ist ein Schlag ins Gesicht von Merkel und Co., die behaupten, dass mit PCR das irgendwas man feststellen kann. Jetzt sagt auch WHO, das geht so nicht, 30 Zyklen und Symptome. Dann kann man sagen, dass jemand infiziert ist. Wenn das so man in Bundesrepublik Deutschland anwenden würde, dann haben wir, weiß nicht, 10% von diesen sogenannten Fällen oder noch weniger. Trotz dessen hat man auch in Vereinigten Staaten mit Impfungen angefangen und die Menschen geimpft und aus amerikanischen Quellen, also aus amerikanischen Behörden, bekommt man Informationen über 55 Amerikaner, die schon gestorben sind durch diese Impfung. Natürlich, ich spreche durch, die sagen nach der Impfung, da natürlich versucht ist, uns einzureden, dass der Tod der Menschen kurz oder sofort nach der Impfung nichts mit der Impfung zu tun hat. Aus Norwegen sind die Todesfälle nach Impfungen auf Information kommt nach auf 29 angestiegen. In Kalifornien haben sie einen Corona-Impfungsstopp verhängt mit Zeug von Moderna, weil da so viele allergische Reaktionen da aufgetreten sind. Und ja, aber Moderna ist
einer von vielen. Ne? Wir haben von meisten von BioNTech, Pfizer Impfung, aber Moderna ist auch so gesundheitsschädlich wie jede andere. Aus Indien, aus Delhi, kommen Informationen, weil die haben auch Menschen geimpft, dass Nebenwirkungen auftreten, die dazu führen, dass die Menschen Kopfschmerzen, Hautanschläge, Atemnot und das so schwer, dass die in Krankenhaus sich begeben müssen und da behandelt sein müssen. Und die haben mit Covaxin von BioNTech geimpft. Und ZDF lügt wie am Schnürchen. Also da kann man sagen, das ist das, von ZDF bekommen wir so eine Information. Impfung senkt Zahl der Neuinfektionen und das angeblich aufgrund dessen, was in Israel abläuft. Israel ist, also prescht vor mit diesen Impfungen, ist, denke ich, das einzige Land der Welt, wo so viele Menschen, schon weiß nicht, 20% der Bevölkerung, geimpft sind. Und ZDF lügt so ungeniert, behauptet, dass die Impfung senkt Zahl der Neuinfektionen, also angeblich was Positives. Wenn man diesen Überschrift anschaut, Israel, dann wirklich diese Lüge kann man sehr schnell entlarven, was die Mainstream-Medien und hier ZDF verbreitet. Es reicht nur bei Internet, bei Google, Israel, Corona und aktuell angeben. Dann bekommen wir aktuelle Zahlen. Wie sieht die Situation von diesen Ansteckungen und Infektionen, das gar nicht so sind, aber offiziell so genannt sind. Und auf die sich da ZDF beruft. Und das sind die Daten. Wir haben eine Statistik von John Hopkins University. Und Sie sehen schon, wie steil die Linie nach oben geht. Und es ist nichts von, dass das Stillstand oder weniger. Das sind extrem, das sind explodiert die Zahlen genau nach der Impfung in Israel, die Zahlen von sogenannten neuen Infektionen. Also so ungeniert wie ZDF liegt, das ist wirklich, das ist selten so. Auch aus Israel kommen auch Informationen. Ich habe letzte Woche berichtet über Todesfälle. Jetzt gibt Informationen über andere Nebenwirkungen, wenn man das Nebenwirkungen nennen darf, von diesen Impfungen, dass die Menschen in Israel Gesichtslähmung erleiden nach diesen Impfungen. Und natürlich von israelischen Behörden ist so wie bei allen behauptet, dass das ein Zusammenhang ist nicht festzustellen. Das kann man da so nicht sagen, dass da Zusammenhang, das ist so zufällig, dass die Menschen nach der Impfung diesen Scheiß bekommen. Das, immer so zufällig. Ja. Die Information von Eishockey-Weltverband ist interessant. Nämlich, die haben Zuschlag gegeben von Weißrussland, die Eishockey-Weltmeisterschaften von 21. Mai bis 6. Juni zu veranstalten. Und das ist nicht so jetzt, sondern vor Corona-Zeit haben die das beschlossen. Ja, und jetzt haben sie ein Problem. Das heißt, die behaupten, das ist so Behauptung, Schutzbehauptung, dass Sponsoren drohen mit Rückzug. Und da dieser Eishockeyverband, diese Weltmeisterschaft in Weißrussland absagen muss. Der wichtige und richtige Grund ist, welcher nicht genannt ist, das ist, dass Weißrussland diesen ganzen Corona-Blödsinn nicht macht. Und Corona ist kein Problem in Weißrussland. Die Menschen leben so wie vorher, haben keinen Abstand, keine Masken. Kinder gehen ganz normal zu Schulen, Kneipen sind geöffnet, Diskotheken und alles funktioniert so wie vorher. Und die haben keine Übersterblichkeit, die haben überhaupt kein Problem mit Corona, weil die diesen staatlichen Unsinn nicht mitmachen. Und das ist der Grund, warum man diese Weltmeisterschaft in Weißrussland nicht machen darf, da die Welt nicht sehen darf, dass diese Corona ein kompletter Schwachsinn ist. Aus der EU, aus Brüssel, kommen Empfehlungen von der Europäischen Kommission,
also so Empfehlungen als Ziele vorgegeben, dass bis März sollten 80% des Pflegepersonal und Menschen über 80 Jahre geimpft sein in der Europäischen Union. 80% wollen die vergiften mit diesem Mist. Und ja, das wird jetzt großer Druck sicherlich von der Europäischen Union ausgeübt auf die Länder der Europäischen Union, um Leute mit diesen giftigen Plöre zu versorgen. Am Sonntag von 7.2. von 11 bis 18 Uhr werde ich in Ulm an einer Parteigründung mitwirken. Das heißt, ich werde zu Themen referieren, die zu eventuellen Parteigründung beitragen können. Also wie sich Mächtige in Medien verständigen, also wie Politiker und Parteien, also über Farbsymbole in Medien. Dann werde ich zweites da referieren, welche da zur Parteigründung wichtig ist, sehr wichtig. Das ist die Geschichte des Geldsystems. Wie funktioniert das Geldsystem? Das ist das Hauptübel, was wir haben. Und zu diesem Thema werde ich auch sagen, dass damit wir dann später entscheiden können, ob wir da was gründen oder nicht und in welcher Art und Weise. Und drittes Teil, das sind vergessene und verdrängte Heilmittel und Methoden. Darüber werde ich auch referieren. Das spielt in der Politik auch enorm wichtige Rolle, besonders jetzt mit diesen Corona-Blödsinn. Aber bei allen anderen Sachen, Pharmaindustrie ist die stärkste Industrie der Welt. Und da natürlich, wenn man eine Partei beabsichtigt zu gründen, dann ist das auch wichtig, sich mit Thema Pharmaindustrie zu beschäftigen. Das Ganze natürlich ist bei Parteigründung klar, es ist kostenlos, dass ich werde da mein Wissen dazu geben und Sie können sich anmelden unter kaitag-kongress@web.de. Nicht nur Corona ist uns aufgetischt durch Regierenden, durch den tiefen Staat als irgendwelche Probleme, sondern auch ein anderes Problem wurde aus dem Nichts erschaffen. Das ist das Thema Erderwärmung. Und die Erderwärmung schlägt wieder zu. Wir bekommen Informationen aus Saudi-Arabien, dass Sahara jetzt mit Schnee bedeckt ist. Also sehen Sie, wie stark diese Erderwärmung wirkt, dass sogar Minustemperaturen und Schneefall auf Sahara gibt. Ja, also dann, denke ich, ja, ich habe in den letzten Wochen berichtet, auch über diese Erderwärmung, wie viel Schnee in Vereinigten Staaten, in Iran, in Australien oder Marokko gab in den letzten Wochen. Ja, also diese Erderwärmung ist wirklich weltweit zu sehen. Auch in Spanien sieht man Folgen von der Erderwärmung. In Spanien ist Schnee überall und dazu zeige ich ein paar Videos. Zwar ist das nicht so schon ungewöhnlich, aber auch diese Erderwärmung in Österreich, Schneechaos, es gibt Orte, die von Rest der Welt abgeschnitten sind, Straßen gesperrt, da so viel Schnee gefallen ist. Wir wissen, wenn da warm ist, dann kommt so viel Schnee und Autos stehen in Staus und LKWs und in Österreich gibt da erhebliche Probleme wegen Schnee.
Der FPÖ-Politiker Kickl sagt immer was Interessantes und er hat sich auch wieder zur österreichischen Regierung geäußert, zu Maßnahmen, die die verhängen. Aus dem Grund zeige ich kurzen Ausschnitt von dem, was er gesagt hat. Eine einzige Lügenattacke gegen die gesamte Bevölkerung und auch gegen die Medien. Das sage ich nur dazu. Und das Schlimmste, das Ganze findet statt ohne einen einzigen Nachweis der Wirksamkeit des Lockdowns. Das ist ja das Allerschlimmste. Das ist das Allerschlimmste. Das Einzige, was erwiesen ist, ist, dass es unglaubliche Schäden gibt im Bereich des Arbeitsmarktes, im Bereich der Wirtschaft. Und das sage jetzt nicht ich, sondern das sagt Professor Ioannidis von der Stanford University. Ich halte es für wichtig, diesen Herrn immer wieder zu zitieren, weil das ist der Goldstandard der Wissenschaft. Das ist sozusagen die Creme de la Creme der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Frage von Auswirkungen des Lockdowns. Denn die Forschergruppe rund um Ioannidis hat das jetzt 10 Monate lang in vielen Staaten auf dieser Welt beobachtet. Und das ist das Ergebnis. Es bringt nichts. Und ich hätte mir halt gewünscht, dass wir einen Bundeskanzler haben, der zum Telefon greift und vielleicht einmal versucht, den Herrn Ioannidis oder einen der Forscher aus dieser Gruppe zu erreichen. Das wäre gescheiter gewesen, den anzurufen als den Gabalier. Das wäre viel vernünftiger gewesen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich darf zusammenfassend aus dieser Studie wie folgt zitieren. Zusammenfassend haben England, Frankreich, Deutschland, Iran, Italien, Niederlande, Spanien und die USA mit ihren Lockdowns, Schul- und Betriebsschließungen sowie den Ausgangssperren und Hausarrest nicht mehr erreicht als Schweden und Südkorea. Das ist das zusammenfassende Ergebnis der Forschungsgruppe von Professor Ioannidis von der Stanford University. Ja, das Thema Impfungen, Covid. Maßnahmen ist leider dominierend in den letzten Tagen, nicht nur Tagen, Wochen. Und auch weiter zu diesem Thema aus Frankreich, Covid-19, die haben auch Pfizer-BioNTech-Impfung verwendet und sind 5 Menschen nach Erhalt von diesen Impfung gestorben. Also das überall in der Welt wiederholt sich. Aber französische Gesundheitsminister hat sich damit beschäftigt und natürlich die Ursachen für diese Todesfälle völlig offen sind. Das hat noch keiner gesagt, dass die Menschen durch diesen Impfstoff gestorben sind. Wahrscheinlich waren diese Menschen schon vorher krank auf Covid und dann die Impfung nicht geholfen hat. Ne? Also identischer Blödsinn, was wir vor 1 oder 2 Jahren gehört haben in Hildesheim, als jemand geimpft wurde gegen Masern und dann 6 oder 7 Tage später gestorben ist. Das war natürlich auch zu spät, weil ich schon Masern angeblich hatte. Immer den gleichen Schwachsinn erzählt. Die Menschen sterben wie Fliegen, aber uns ist erzählt, dass das mit Covid-19-Impfung nichts zu tun hat. In Italien protestieren Gastronomen gegen bescheuerte Regeln, solche wie bei uns auch gibt, dass man Kneipen geschlossen halten muss, weil das angeblich vor irgendwas schützt. In Italien haben ca. 50.000 Gastronomen an Protest teilgenommen. Protest war so, dass die Kneipen einfach aufgemacht haben. Und die Polizei hat versucht natürlich dagegen zu kommen, irgendwelche Bußgelder oder sowas zu verteilen. Aber ja, die waren in Unterzahl. Das heißt, es war ein großer Erfolg in Italien, mit dieser Geschichte Kneipen zu öffnen und sich gegen Regierung zu stellen. Und diese Regierung, habe ich letzte Woche berichtet, italienische Regierung, dass diese Regierung ein Problem bekommen hat, war ein Koalitionspartner, das ist Kleinpartei Italia Viva, ausgetreten ist aus dieser Koalition. Und ich habe so vermutet, dass alles unternommen wird, dass diese Regierung weiter bleibt, da das System auf gar keinen Fall dazu führen will, dass da Neuwahlen in Italien kommen. Neuwahlen besteht immer Gefahr, dass Salvini mit seiner Partei die Mehrheit bekommt und der regiert. Also aus dem Grund wird alles unternommen, um Neuwahlen zu verhindern, auch hier. Und das hat man auch gemacht. Er hat, obwohl die Koalitionspartner verloren hat, die haben dann letztendlich für ihn gestimmt bei Vertrauensabstimmung und er hat Vertrauen bekommen. Und jetzt wird so eine Minderheitsregierung führen. Ja,
obwohl keine Mehrheit im Parlament wird, Minderheitsregierung führen. Es geht nur um Lega zu verhindern. In Niederlanden ist auch die niederländische Regierung zurückgetreten. Das ist Ministerpräsident Mark Rutte war da an der Spitze. Und Hintergrund ist ein Skandal und Kinderbeihilfen. Das war so, dass die Eltern irgendwie bezichtigt wurden, dass sie zu viel Geld bekommen haben und als Betrüger dargestellt. Und kam alles letztendlich raus. Das war so große Geschichte in Niederlanden. Jetzt Regierung sagte bereits, dass Entschädigungen hier von ungefähr 30.000 Euro pro Familie bezahlt werden, aber die Regierung musste zurücktreten. Bei uns haben Bund, Länder beschlossen, also wieder dieses Gremium, welche ja ungesetzlich ist, da nicht vorgesehen ist im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Also dieses Gremium hat sich getroffen und weitere Maßnahmen beschlossen. Das heißt, die haben sogenannte Lockdown bis zum 14. Februar verlängert. Ja, Finanzministerium hat schon das bis Ende Juni das geplant. Also ist alles normal und klar. Es wird auch nicht bis zum 14. Februar das Ganze laufen, sondern deutlich länger. Und dann haben die auch beschlossen, dass Maskenpflicht, der darf man einführen, diese FFP2-Masken sind begründet und ja, und noch weniger Leute sich treffen können. Also weiter diesen Schwachsinn. Und Merkel hat auf einer Pressekonferenz teilgenommen und da dürften Reporter die Fragen stellen. Und wie hat das ausgesehen, als der Reporter Reitschuster Frage stellte? Und die Frage war für Merkel unangenehm. Dann hat ARD einfach die Übertragung abgebrochen. Ja, so sieht die Zensur aus in der Bundesrepublik Deutschland bei ARD. Sie haben gesagt, später wird immer mehr in den Vordergrund rücken. Was erwartet uns in den nächsten Jahren? Nun werfen Ihnen Kritiker vor, dass das bei Ihnen im Moment nicht genügend im Vordergrund steht. Auch in der Unionsfraktion wurde Ihnen gestern vorgeworfen, dass Sie sich einseitig beraten ließen. In der Expertenrunde waren zwei Vertreter von Null Covid. Es war kein einziger expliziter Kritiker dabei. Es gibt die Studie von Johann Nitis, wissenschaftlich belegt, der sagt, Lockdown schadet, hilft nicht. Es gibt keine wissenschaftlich belegte, die Bundesregierung nennen konnte. Warum tauschen Sie sich nicht mit den expliziten Kritikern offensiver aus? Warum wird diese Ioannidis-Studie nicht berücksichtigt? Als Wissenschaftlerin müssen Sie doch immer beide Seiten hören. Und woher kommt der Glaube, wie das Ihre Sprecherin ausdrückte, wenn da auch viele Wissenschaftler andere Meinungen haben? Und die zweite Frage ganz kurz, Sie haben ja wiederholt gesagt, ja, die Tagesschau um 12 nähert sich. Wir gehen an dieser Stelle aus der Bundespressekonferenz raus. Das Thema Konzentrationslager ist ausbaufähig, sagen wir. Auch Baden-Württemberg hat jetzt angekündigt, dass die Konzentrationslager plant. Die nennen das natürlich nicht so. Das sind für Quarantänezentren, das sind so Absonderungsstellen oder irgendwie, wie die das so nennen. Und nicht nur Baden-Württemberg ist dabei, jetzt die Konzentrationslager für Andersdenkende einzurichten, sondern auch Schleswig-Holstein und Brandenburg und Sachsen, die alle planen, Konzentrationslager zu bauen für die Menschen, die selbst denken und sind mit diesem Blödsinn nicht einverstanden. Aber die planen schon, die planen nur, die anderen betreiben schon Konzentrationslager, zum Beispiel wie Brandenburg. Aus Brandenburg bekommen wir Informationen, dass Konzentrationslager in Brandenburg schon funktioniert und rund 30 Brandenburger sind im Mai in diesem Konzentrationslager untergebracht worden. Natürlich, die nennen das Quarantänestationen und versuchen das irgendwie schön zu reden. Das hat man früher auch so gemacht, also in 30er Jahren hat man das gemacht und dann in kommunistischen Zeiten hat man auch Konzentrationslager irgendwo immer anders genannt und schön begründet. Die Geschichte wiederholt sich.
Und dazu passt natürlich die Aussage von Herr Maas, das ist der Außenminister, der also eine menschenverachtete Aussage, und das ist rassistische Ansicht, was er vertritt, dass Geimpfte sollen Grundrechte nur ausüben dürfen, also nur die, die geimpft sind. Ja, also er tritt mit Füßen freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland und vertritt diese rassistische Ansichten und fordert das, dass die Menschen, die gesund sind, aber diese giftige Plöre nicht nehmen wollen und sich nicht krank machen wollen, dass diese Menschen nicht volle Rechte haben sollten. Das ist Rassismus pur. Es gibt aber Hoffnungsschimmer, dass sich was ändert. Dieser Hoffnungsschimmer ist mit Gerichten verbunden. Also erste Entscheidung, das ist Gericht, Oberverwaltungsgericht des Saarlandes in Saarlouis. Und am Mittwoch hat entschieden, dass Corona-Verordnung die Kontaktbeschränkung vorsieht, ungültig ist. Da hat Familie, das Großeltern haben geklagt, die wollten sich mit Enkel treffen, und das Oberverwaltungsgericht hat entschieden, dass sie sich treffen dürfen, dass diese Regelung ungültig ist. Auch von anderen Gericht, das sind zwar Kleinigkeiten, muss man sagen, auch in Bayern, die Entscheidung, dass Verwaltungsgericht zum Beispiel Alkoholverbot von Söder verhängte Alkoholverbot gekippt hat. Und natürlich, Söder versucht jetzt, das wieder in Kraft zu setzen, und er will lokale Verbote ermöglichen, dass da auf lokaler Ebene, also der versucht wieder dagegen, natürlich gegen Demokratie, gegen Freiheit sich einzubringen. Und weiterhin von Gerichten eine Entscheidung von Gericht, das ist Landkreis Limburg-Wellburg. Da hat Gericht entdeckt, dass da diese 15-Kilometer-Regel, wo man sich nicht bewegen kann, rechtswidrig ist und außer Kraft gesetzt. Also es gibt positive Entscheidungen, aber wichtigste, denke ich, ist die Entscheidung jetzt auch vorgestern, vorgestern veröffentlicht, weil die Entscheidung war schon, denke ich, am 10. aus Weimar. Also Amtsgericht hat Corona-Kontaktverbot für verfassungswidrig, und das ist eine wirklich wichtige Entscheidung von Amtsgericht Weimar, da wir haben erstmalig eine Entscheidung, wo klare Worte gesprochen sind, dass die ganze Corona-Verordnung alles verfassungswidrig ist, nach Ansicht des Gerichts. Und das ist begründet mit Menschenwürde, dass das alles gegen Artikel 1 des Grundgesetzes, gegen Menschenwürde verstößt. Und dass der Staat hier nichts zu suchen hat, den Menschen vorzuschreiben, mit wem und wie vielen und wo sich treffen dürfen. Das alles, diese ganze Geschichte von Corona ist mit diesem Urteil angeprangert, also dass wir auch keine Pandemie haben. Alles steht in diesem Urteil. Und das ist schon ein Richter, oder ja, denke ich, ein Richter hat das gesprochen, der Mut hatte, die zivile Courage hatte und das wirklich so entschieden hat, wie das Recht ist, wie die Faktenlage sind. Und einer, der sagte, für mich ist das Recht wichtiger als Karriere. Das alles, was in diesem Urteil steht, ist schon wirklich ein Hammer, was er da schreibt. Hammer in diesem Sinne, dass jemand die Wahrheit schreibt. Also es ist nichts Falsches, was er schreibt, sondern er schreibt das, was ich und in anderen seit Monaten erzählen, wie falsch das Ganze ist, was da draußen läuft, was uns erzählt ist über irgendwelche Pandemie, irgendwelche Virus, irgendwelche Bedrohung, die nicht existiert. Die Entscheidung, also das Urteil, ist auf meinem Telegram-Kanal da, und da können Sie als PDF herunterladen. Das Robert-Koch-Institut warnt von FFP2-Masken, also diese, die in Bayern jetzt als Pflicht eingeführt sind. Und ausdrücklich ist von Robert-Koch-Institut die Warnung, und
RKI sagt, dass diese Masken dürfen ohne vorherige medizinische Untersuchung nicht getragen werden, weil man gesundheitlich prüfen muss, ob man die vertragen darf. Und das ist eine aktuelle gesetzliche Lage. Ja, also das geht um Rahmenarbeitsschutzgesetze, die sowas beschreiben. Also von Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin gibt diese gesetzliche Regelungen, die diese Masken betreffen, welche Söder den Leuten aufzwingen will. Also das ist klare Verstoß gegen andere gesetzliche Regelungen und das darf man nicht machen, weil zuerst Untersuchung sein muss und niemanden man zu zwangsuntersuchen darf. Also das, was Söder macht, das ist Rechtsbruch. Interessant ist nur so, danach als Robert-Koch-Institut das darüber geschrieben hat und gewarnt hat, dann sind diese gesetzlichen Bestimmungen von der Seite des Bundesanstalts für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin plötzlich verschwunden. Aber verschwunden bedeutet nicht, dass sie nicht gelten. Aus Bayern kommen Informationen über Tote nach Corona-Impfung. 7 Tote sollten nur in ein Altersheim gegeben haben nach der Impfung. Und das ist Impfstoff von BioNTech Pfizer. Und also das, was Standard ist. Und natürlich offiziell ist behauptet jetzt, ja, dass die Menschen sicherlich gestorben sind, weil die Impfung zu spät war und die waren schon quasi im Tod wegen Corona und die Impfung zu spät war und der Tod sicherlich nicht mit Impfung zu tun hat. Also diese ganze Erklärungen weltweit immer das Gleiche. Die Menschen sterben nach diesen Impfung und dann ist erklärt, dass nicht mit diesen Impfung, da muss man prüfen, das stimmt nicht, das war sicherlich was anderes. Wie kann man solche Lügen erzählen? Das ist offensichtlich, sieht man das, weil das aus ganzen Welt kommen, diese Informationen. Das muss dann komplett blöd sein, um das nicht zu erkennen, diesen Zusammenhang. Ja, natürlich kann man sagen, kausale Zusammenhang ist kein Grund, ist kein Beweis. Aber wenn solche kausale Zusammenhang besteht, dann muss man sofort diese Impfungen stoppen und das untersuchen. Und das genau passiert nicht. Paul-Ehrlich-Institut sammelt immer diese Informationen, wenn was passiert nach der Impfung und diese Verdachtsfälle sammelt und hat nur in 2 Wochen, als angefangen wurde mit Impfen, von 27.12. bis 10.1. und da waren nicht so viele geimpft, schon 325 Verdachtsfälle gemeldet und dazu wurden 913 unerwünschte Reaktionen geschildert und 51 Fälle von schwerwiegenden Reaktionen. Also die Daten sind auch da und ich denke auch, Paul-Ehrlich-Institut hat nicht alle Daten, weil nicht alle melden diese Sachen, weil die nicht wissen, dass sie das melden sollten. Und die Ärzte, so wie ich weiß aus der Vergangenheit bei anderen Impfungen, melden solche Sachen überhaupt nicht. Jetzt das Thema CDU. CDU hat einen Parteitag abgehalten und auf diesen Parteitag wurde Armin Laschet zum Vorsitzenden der CDU gewählt. Und Merz oder Röttgen, die haben verloren. Und Laschet ist nichts anderes als Vertrauter von Merkel. Und man merkt schon, warum man das verlegt hat, in die Zeit verschoben hat, diesen Parteitag. Im November waren die Umfragen eindeutig für März und da hat man noch einen Monat gebraucht, um Laschet quasi in der Partei zu präsentieren. Also ein Sieg für Merkel. Interessant ist nur, dass danach, die sollten eine deutsche Hymne singen, das war nur Laschet einziger, der diese Hymne gesungen hat, alle anderen nicht. Also die alle anderen vorbereiten sich schon auf die Koalition mit Grünen nach der Wahl und die wissen, dass sie müssen alles, was deutsch ist, an die Seite legen und weigern sich, Deutsche zu nennen und sich zu bekennen zu Deutschland. Auch in diesem Sinne plant Berlin eine Migrantenquote von 35% für die Verwaltung. Ja, Sie hören richtig. Das ist nichts anderes als Völkermord an Deutschen, die jetzt eindeutig ausgeführt ist. Wenn Deutsche festschreiben, dass die Migranten ja irgendwo so große Quote von 35% haben sollten, wie kann man das anders benennen?
Das ist Völkermord. Und die betreiben diese Parteien, die da auch besonders in Berlin regieren, also Linke, Grüne, SPD, aber auch CDU, aber die regiert nicht dauernd. Aber das sind die Parteien, die im Bundestag sitzen, die seit Jahren diese Politik betreiben. Und jetzt die Schaden, die die eingerichtet haben, sind erheblich. Und in Gesetzen über Völkermord spricht man gerade, wenn jemand erhebliche Schaden ein Volk zugefügt hat. 35% Vernichtung des Volkes, das sind schon erhebliche Schäden. Ja, und das ist Völkermord jetzt noch bestätigt. Aus Bundesfinanzministerium kommt Information über Kindergeld, welche man in Ausland überweist. Das heißt, das ist Kindergeld, welche Eltern bekommen, die die Kinder in Ausland haben. Also es ist fast 500 Millionen, das, was im Jahre 2020 bezahlt wurde. Wer bekommt das Geld? Das Geld bekommt jemand, der Angehörige in Ausland hat und selbst hier lebt und oder arbeitet in der Bundesrepublik Deutschland. Und das betrifft in erster Linie die Länder der Europäischen Union, aber auch Türkei, Serbien und Marokko, weil die haben auch diese Vereinbarungen. Was bedeutet das? Das bedeutet zum Beispiel, dass jemand aus Marokko hier kommt, bekommt Job und hat 5 Kinder in Marokko, da sind 4 Kinder und Frau, die da lebt, Geld bezahlt. Das gleiche kommt jemand aus Polen, hat 3 Kinder in Polen zum Beispiel, einen Job bekommt hier, 400-Euro Job oder sowas, ja, jede Wochenende ist in Polen zu Hause, da bekommt für diese 3 Kinder in Polen, was er da hat, Kindergeld. So funktioniert das hier in der Bundesrepublik Deutschland, dass 4 Kinder, die nie in Deutschland waren, ja, ganz zu schweigen, dass sie deutsche Staatsangehörigkeit haben oder irgendwelche Bezug zu Deutschland haben, dass für diese Kinder so viel Geld bezahlt ist. Das Bundeskabinett hat jetzt verabschiedet, dass im Bundestag Abstimmung stattfinden sollte über sogenannte Kinderrechte. Es will man mit 2/3 Mehrheit braucht man im Bundestag. Es will man Kinder angeblich schützen und dann muss man angeblich das im Grundgesetz diese Rechte verankern und das will Christine Lambrecht von der SPD, weil Kinder besonders schutzbedürftig seien, behauptet sie. Ob sie selbst Kinder hat, denke ich nicht. Ich habe nirgendwo gefunden, dass sie Kinder hat. Ja. Und zweite, die dafür plädiert, ist Bundesfinanzministerin Franziska Giffey, auch von SPD, auch behauptet, dass die Kinder das brauchen müssen. Die hat zumindest einen Sohn, so wie ich gelesen habe. Und die behaupten, dass das unbedingt wichtig ist, das im Grundgesetz zu verankern. Natürlich, es gab eine Petition, welche ich unterstützt habe. Und bei dieser Petition haben über 80.000 Menschen in der Bundesrepublik Deutschland gesagt, die wollen das nicht. Die wollen keine Rechte, Kinderrechte im Grundgesetz, weil diese Kinderrechte bedeuten nichts anderes als Abschaffung der Elternrechte. Das ist der Grund und um das geht hier. Und natürlich hat diese Verwaltung von Bundespetition so das gedreht, dass am Ende diese öffentliche Anhörung nicht stattgefunden hat. Das ist erste Petition, denke ich, die so große Zustimmung, also einzige, die so große Zustimmung hatte in der Bevölkerung, über 80.000, wo keine öffentliche Anhörung stattgefunden hat. Ja, da wissen wir schon, wie die kombinieren, uns zu belügen und eigene Gesetze einzuführen. Und wenn ich zu diesem Thema spreche, dann gibt auch Grund dafür, weil die wollen das als diese Rechte von Kindern. Die behaupten natürlich auch ganze Zeit, dass nichts gegen Eltern ist. Aber die wollen ein Grundgesetz in Artikel 6 als 1.a einführen, also unter 1. Und warum wollen die das dort einführen? Warum wollen die nicht extra Punkt 6 da unten machen, sondern 1a einführen im Grundgesetz? Weil diese 1a steht vor 2. Und die Reihenfolge im Grundgesetz spielt eine wichtige Rolle. Und in 2 Punkt steht, dass die Pflegeerziehung der Kinder natürlich Recht der Eltern ist. Und aus dem Grund will man diese Rechte vor Elternrechten einführen im Grundgesetz als 1a, damit das ausgehebelt ist, dass zuerst sind die Rechte, welche Staat reguliert
und behauptet, was das gut für ihr Kind ist, und erst dann kommen die Eltern. Hätten die das als Punkt 6 einzugefügt, dass am Ende wäre das so, dass die Eltern weiterhin, zumindest auf dem Papier, das Recht haben, über ein Kind zu entscheiden. Aus dem Grund ist das vor den Eltern geplant einzuführen. Und die sorgen sich so um Kinderrechte angeblich, aber sogenannte Originalplay, so ein Spiel, der durch meiner Meinung nach durch Pädophile befürwortet ist und genützt ist, das wollen die nicht verbieten, die sich so um Kinder kümmern, und besonders diese Bundesfamilienministerin will diesen Verbot für diesen Mist nicht einführen. Was ist das, diese Originalplay? Das bedeutet, dass die Männer gegen Gebühr können in deutsche Kitas gehen und mit Kindern spielen. Eltern wissen nichts davon. Die Eltern müssen keine Genehmigung geben. Was bedeutet dieses Spielen? Also, dass die Kinder umarmen, an sich drücken und berühren überall. Das ist das, was da erlaubt ist. Und natürlich, Frau Giffey, sieht das keine Bedrohung der Kinder. Und deswegen will diese angebliche Kinderschützerin bis heute diesen pädophilen Scheiß nicht verbieten. Ja, und da sieht man schon, ob da man Schutz der Kinder in Schilde führt oder nicht. Und noch einmal erinnere ich an Sonntag, 7. Februar von 11 bis 18 Uhr über Parteigründung in Ulm. Und zu diesen Parteigründung werde ich 3 Vorträge halten, damit wir danach denken können, wie da Programm aussehen sollte. Das erste Teil sind Bild- und Farbsymbole in den Medien, zweite die Geschichte des Geldsystems und dritte vergessen und verdrängte Heilmethoden und Mittel. Das sind alles politische Themen, die bei Parteigründung eine wichtige Rolle spielen sollten. Und Sie können sich zu diesen Treffen anmelden, kaitag-kongress@web.de. Und ich bedanke mich bei Ihnen für Unterstützung meines Kanals. Das ist sehr, sehr wichtig. Vielen, vielen Dank dafür. Und bitte um weitere Unterstützung. Und bitte auch meine Videos zu teilen, Daumen nach oben geben und positive Kommentare. Das freut mich und bringt das Ganze nach vorne. Vielen, vielen Dank auch dafür. Und sonst bis zum nächsten Mal und wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.